geschlossen und ich bin halt mit Herz und Seele dabei gewesen. Gut, dann hoffen wir, dass die neue diesjährige Weinkönigin genauso viel Freude hatte wie Sie. Genau, wünsche ich auch. Zum Wohl! Ja, ein herrliches Fest zum 20. Mal Weinfest in Bonn-Lengsdorf. Und wir hörten ja gerade schon, so ganz großes Weinanbaugebiet ist das nicht. Es hat, glaube ich, mal einer gezählt. Aber es gibt noch 99 Weinstöcke in Lengsdorf, die da bewirtschaftet werden. Ja, zahlreiche Musikzüge, Abordnungen haben dann den Festzug vom Ortsfestausschussvorsitzenden. Mein Gott, ist da ein Wort. Ja, begleitet. Und die Weinkönigin der letzten Jahre waren vertreten, natürlich die neue Weinkönigin. Ein Riesenspektakel in Lengsdorf. Und unser Veedelsreporter Hans Pohl mittendrin. Ich weiß, lieber Hans, sowas machst du furchtbar gerne. Du bist immer dabei, wenn irgendwo in Bonn jetzt los ist. Und das ist schön. Und das sollte man ruhig allen anderen Zuschauern mal sagen. Werden Sie Veedelsreporter wie unser Hans Pohl? Zeigen Sie uns, was bei Ihnen im Veedel ist. Muss ja nicht das Weinfest sein, gibt ja vielleicht andere. Das Schulfest, das Nachbarschaftsfest, das Pfarrfest. Was auch immer los ist, wir freuen uns. Und was passiert dann? Herrliche Bilder, die Sie drehen, wie die hier von unserem lieben Hans Pohl vom Weinfest in Lengsdorf, die zeigen wir dann hier bei Center TV. Denn wir machen ja Programm für Sie, ne? Und das wollen wir auch mit.